Was für ein Vertrauen ist die Losung des kommenden Kirchentages? Und Vertrauen ist auch das Thema, um das es in diesem Gottesdienst gehen soll. Insbesondere um die Frage, welche Geschichte aus der Bibel ist deine Vertrauensgeschichte? Meine Vertrauensgeschichte in der Bibel ist die Geschichte von den Emmaus-Jüngern am Ende des Lukas-Evangeliums. Als Kind hat mich das fasziniert. Alle reden vom lieben Gott, niemand hat ihn je gesehen. Das fand ich merkwürdig, das hat mir Zweifel aufkommen lassen. Und dann diese Geschichte, wo sogar Jesus da ist und mitgeht, ohne dass die beiden Jünger das merken. Meine Vertrauensgeschichte aus der Bibel ist die von Noah und seiner Arche. Für mich steht die Arche Noah für Geborgenheit und für Vertrauen. Ich wünsche mir, dass wir bei allem Planen und Beraten, was wir bei uns in der Kirche so tun, unser Gottvertrauen nicht verlieren. Habe ich doch zu euch allen das Vertrauen, dass meine Freude eurer aller Freude ist. Ich denke, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, auf das wir uns gemeinsam über gute Entscheidungen freuen können. Meine Vertrauensgeschichte ist die Elia-Geschichte. Als Elia, nachdem er die Propheten des Baals besiegt hat, quasi in die Wüste flieht und eigentlich gar nicht mehr vertrauen kann, sondern er möchte sterben. Und Gott versorgt ihn durch einen Engel, der ihm Speise bringt und ihn schlafen lässt und ihn ausruhen lässt. Mir gefällt sehr gut die Geschichte im Neuen Testament, als Jesus mal predigte und die Erfahrung machte, die Menschen wendeten sich von ihm ab, verließen ihn. Da sprach er unmittelbar die Jünger an und sagte, wollt ihr auch gehen? Und sie blieben. Ich finde das eine sehr schöne Vertrauensgeschichte. Meine Vertrauensgeschichte ist die Emmaus-Geschichte, denn so wie die Jünger eigentlich erstmal in die falsche Richtung unterwegs sind, ganz viel zweifeln und ganz, ganz viel in Frage stellen, so geht es mir auch ganz oft. Und dann hilft es mir in der Bibel zu lesen, dass Jesus dann mitgeht, und zwar genau dann mitgeht, wenn ich eigentlich in die falsche Richtung laufe. Meine Vertrauensgeschichte ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. An dem Punkt, wo er am stärksten gescheitert ist, nämlich als er bei den Schweinen gelandet ist, setzt für mich das Vertrauen ein, nämlich in der Entscheidung, zurückzukehren zu seinem Vater. Ich bewundere, wie viel Vertrauen Noah Gott gegenüberbringt bei der Sintfluterzählung. Nachdem die Sintflut vorbei ist und der neue Bund geschlossen werden soll, ist es für mich bewundernswert, wie Noah reagiert. Denn im Prinzip ist das, wonach wir alle mal suchen, eine Bestätigung, dass Gott auch für uns Menschen handelt, genau im Gegenteil passiert. Und hier ist Noah aktiv und er vertraut Gott so sehr, dass er den Bund ohne Widerworte und ohne irgendwelche Diskussionen schließt. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Meine Vertrauensgeschichte aus der Bibel ist die Sturmstillung. Einfach, weil ich das so total gut nachvollziehen kann, wie die in diesem Boot sind und die Wellen hochgehen. Und ich wäre total wie die Jünger in der Situation. Ich würde auch rumlaufen und sagen, Jesus, warum machst du nichts? Da kann ich total gut dran anschließen und mir gibt es auch ein großes Vertrauen, dass dann Jesus aber auch an der richtigen Stelle aufsteht und was tut. Meine Vertrauensgeschichte ist die Geschichte vom sinkenden Petrus, weil Petrus sich traut, das Boot zu verlassen und auf dem Wasser zu gehen, obwohl er eigentlich weiß, dass das etwas Unmögliches ist. Und es zeigt mir, dass Vertrauen nichts Bequemes ist, sondern dass es auch unbequem sein kann und man vielleicht ja aus dem sicheren Boot raussteigen muss. Die Antworten auf diese Frage sind individuell und vielfältig. Ich lade Sie, liebe Synodalgemeinde, dazu ein, mit Ihren Sitznachbarinnen und Sitznachbarn ins Gespräch zu kommen. Welche Geschichte aus der Bibel ist Ihre Vertrauensgeschichte?